Herzlich willkommen zum nächsten Teil der Cinematics Tutorial Serie. In diesem Tutorial kümmern wir uns jetzt darum, dass wir einen Shot produzieren, in dem auch wieder die Drohne gezeigt wird, aber diesmal wie sie hinter den Hochhäusern langfliegt. Aufgenommen wird das Ganze von sehr weit oben mit einem ordentlichen Zoom und hierbei wird sich die Kamera dieses Mal überhaupt nicht bewegen. Damit wir die Drohne aber immer sehen, nutzen wir die Autofokus und die Tracking-Funktion von der Kamera. Außerdem werden wir während des Shots raus und wieder reinzoomen und passen eventuell die Aperture-Settings von der Kamera an. Und los! Wie immer erstellen wir uns zunächst eine eigene Level-Sequenz. Wir öffnen die Sequenz und stellen natürlich direkt auf 24 FPS um. Jetzt brauchen wir natürlich noch unsere Actor. Ich schnappe mir einfach die Drohne und kopiere das Ganze. Und füge die Drohne hierzu. Außerdem brauchen wir natürlich eine zusätzliche Kamera. Und auch die wird genauso hinzugefügt. So, im Pilot-Modus können wir natürlich rumfliegen und uns eine gute Position suchen für unsere Kamera. Das werden wir gleich nochmal anpassen und direkt festlegen, dass die Kamera unsere duplizierte Drohne verfolgen soll und auch zunächst die Auto-Focus-Settings. Damit das Ganze ein bisschen einfacher ist, schnappe ich mir die 12er und ziehe die ein bisschen raus. Dann gehe ich wieder zurück auf meine Kamera. Wir sehen hier oben, in welcher wir uns gerade befinden. Und dann unter Actor to Track, unter dem Bereich Look at Tracking Settings, einmal auf die Pipette anvisieren und Enable Look at Tracking aktivieren. Und hier unten bei Focus Settings auf Tracking und dann Actor to Track ebenfalls auswählen. Dann verlassen wir den Pilotenmodus und dann kümmern wir uns um den ungefähren Flugweg. Da wir das ja hier von der Seite gesehen haben schon und dann kurz, dass die Drohne hier zwischen den Hochhäusern langfliegt aus der Perspektive, lassen wir die jetzt einfach von hier nach da fliegen, damit wir nochmal einen ähnlichen Shot haben, den wir dann einbauen können, wo wir wollen. Dazu nehme ich mir dann die Drohne und positioniere die irgendwo, wo es gerade passt. Vielleicht so. Und dann fliegt die einfach nach da. Mir ist gerade aufgefallen, bei mir ist ja noch der Local-Modus aktiviert. Das heißt, wenn das bei dir so aussieht und du eigentlich nur möchtest, dass die geradeaus fliegt, weil es ein bisschen einfacher ist, dann stell das hier einfach auf Local um. Dann ist der rote Pfeil vorne und du kannst die auch entsprechend bewegen. Also immer schön in Flugrichtung. Da ich sowieso möchte, dass die jetzt geradeaus fliegt, also von Punkt A nach B, ist das Ganze ein bisschen einfacher. Ja, wir schauen mal hier rein. Das Ganze wird 5 Sekunden dauern. Erhöhen wir das mal auf, sagen wir mal, 10 Sekunden. Ups. So. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Und dann können wir uns auch schon die Startposition festlegen, also da, wo er gerade ist. Unter Transform und am Ende soll er dann hier hinten irgendwo sein. Und dann schauen wir uns einfach an, ob das gut aussieht, ansonsten passen wir es wie immer nochmal an. Gut, anzeigen lassen können wir uns das Ganze jetzt schon oder prüfen, wie das aussieht in der Kamera, weil die trackt ja jetzt schon für uns. Also gehen wir einfach wieder in unseren Actor rein, unseren Kamera-Actor, rechte Maustaste, Pilotenmodus und dann drücken wir einfach schon mal Play und gucken uns das Ganze an. Ja, ist direkt aufgefallen, dass das Ding ein bisschen zu tief liegt, ist hier im Haus drin. Also können wir das schon mal anpassen oder eben ihn hier lang weiterfliegen lassen, müssen wir mal schauen. Aber ich würde sagen, der Winkel war schon ganz gut. Wir können noch mal ganz kurz prüfen, wie das mit Zoom ausschaut. Auch ziemlich cool, dass man das jetzt quasi on the fly machen kann. Hier haben wir ja unsere Focal Length und die können wir jederzeit anpassen. Aus. Rein. Okay, vielleicht ein bisschen weiter nach rechts und ein bisschen höher.
Obwohl, lassen wir das mal für die Kamera. Und er selbst hier. Drück jetzt mal F, dann bin ich direkt bei ihm. So. Ja, ist ein bisschen knapp. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum Startpunkt und sagen, dass der ein bisschen weiter rechts sein soll und ein bisschen höher. Und setzen den, gehen dann zum Endpunkt. Und ich würde sagen, der kann so bleiben, nur ein bisschen höher. Dann wieder zurück in die Kamera und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Gut. Dann können wir so starten, dann ein bisschen rausgehen für die Übersicht, sodass man das Ende natürlich nicht sieht. Und wieder rein. Jetzt noch die Frage, obwohl ich bleibe mal so mit der Kamera. Jetzt noch die Frage, ist das vielleicht ein bisschen einfacher mit dem Zoom, wenn wir mit der Kamera nach links gehen? Wahrscheinlich, ne? Dann haben wir mehr Fläche und können mehr rauszoomen, ohne dass das Ende zu sehen ist. Ja, ich mach das mal. Und gehen wir hier mal auf, weiß ich nicht so, nehmen das aus. Ungefähr hier würde ich gerne rauszoomen, auf 4 vielleicht. Okay. Können wir auch direkt mal machen. So. Hier ran, fliegt da, so ein bisschen raus, sehen das Wasser und wieder rein und fertig. Okay, warum nicht? Ja, jetzt müssen wir noch schauen, wie wir damit starten. Ich würde sagen, wir starten einfach hier und setzen uns schon mal einen Ausgangspunkt für den entsprechenden Zoom, also für die Zoomstufe 1000 jetzt. Und als nächstes würde ich sagen, gucken wir uns einfach die Zoomstufe an, die wir gern hätten. Weil wenn der... ungefähr hier ist... der kann eigentlich wieder zurück, aber jetzt switcht er wieder, ne? Ja. Weil wir ihm vorher schon gesagt haben... Achso, hier, das ist eingeklappt. Wo ist das? Da, Focal Length ist jetzt hier ab 1000, deswegen switcht er zurück, wenn du das Ding bewegst. So, aber wir wissen ja trotzdem, wo wir sind. Anstatt das jetzt wieder rauszunehmen, gucken wir uns einfach an, wo wir jetzt gerade sind. Und fertig. Okay, sagen wir 120 ist das Maximum. Und das würde ich dann hier erreichen. Und dann halt super schnell wieder ran. Sagen wir mal hier, wenn der über den Häusern ist, wieder rein. Auf... ja, Hauptsache man sieht die Seiten nicht. Vielleicht so. Und dann das Ganze noch ein bisschen... dann machen wir es auf Auto. Und guck mal. Vielleicht können wir den auch noch ein bisschen länger machen, den Track. Ja, schon nicht schlecht. Könnte nur ein bisschen länger oben bleiben, ein bisschen schneller rauszoomen. Ich würde sagen, die 120, mal gucken, ob wir uns das erlauben können. Holen wir dann hier schon und setzen für, sagen wir mal, den Punkt auch nochmal, ja, 120 vielleicht. Dass es einfach so bleibt. So grundsätzlich. Von den Seiten her passt das ja gerade noch so. Ja, gucken wir mal. Das Ganze natürlich auch wieder auf Auto. Und dann prüfen wir mal eben, wie das ausschaut.
Okay, und vielleicht hinten raus ein bisschen länger. Ist nur die Frage. Ja, machen wir es mal so. Auf geht's. Ja, nice. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt eine sehr flexible Sequenz, die wir auch zu Teilen nutzen können. Also der Zoom raus, der Flug oben als kurzen Einschnitt oder eben der Zoom ran. Wir können also alles benutzen oder auch nur Teile davon. Also perfekt. Also ich meine, benutzen für unseren Trailer, den wir natürlich aus allen Sequenzen am Ende der Serie zusammenstellen. Und das ist doch schon mal sehr gut. Außerdem ist zumindest der Part hier, der Flug und der Zoom ran, dann schon mal eine gute Vorbereitung für unsere nächste Sequenz, die dann nächsten Sonntag kommt. Und da kümmern wir uns dann um einen Shot sozusagen, also so eine Nahaufnahme quasi von der Drohne, während die Drohne fliegt, fliegt die Kamera im Kreis um sie rum und zeigt ein paar Details und vielleicht auch wieder mit ein bisschen Tiefenunschärfe und so weiter. Schauen wir mal, wie weit wir da gehen. Aber so greift dann im Endeffekt alles ineinander. So, für mich passt das jetzt soweit. Also ich brauche jetzt keine großartige Tiefenunschärfe mehr, weil ich es gut finde, dass man die Drohne sieht und die Häuser. Die Tiefenunschärfe, die manuelle, sage ich jetzt mal, innerhalb von so einer Sequenz, die findest du dann im nächsten Tutorial, beziehungsweise da wenden wir das dann an, weil das für mich mehr Sinn ergibt, bei so einem Shot dann quasi die Drohne zu zeigen, die Tiefenunschärfe, beziehungsweise den Fokus zu verschieben, sodass der Hintergrund zu sehen ist und so weiter. Das sieht mit Sicherheit auch richtig geil aus, aber so ist erstmal alles good to go für mich. Wenn du trotzdem das Ganze jetzt schon verändern möchtest, dann ist das ganz einfach. Guck einfach, dass deine Fokusmethode nicht Tracking ist, sondern manuell. Und dann hast du auch solche Keyframes und dann kannst du genauso wie bei mir hier mit der Current Focal Length Keys setzen, wo dein Fokus ist. Und das halt so für dich entsprechend anpassen. Wenn du nicht genau weißt, wo der gerade ist, dann setzt die Draw Debug Focus Plane ein. Habe ich dir auch schon in vorhergehenden Tutorials gezeigt, wie das funktioniert. Und dann bist du immer 100% on spot. Am Ende der Serie werden wir dann alle Sequenzen zusammenschneiden zu einem kleinen Trailer. Und wir beschäftigen uns auf jeden Fall auch mit dem Export, mit den ganzen Commands, die man da rein kopieren kann und so weiter. Warum man das in 24 FPS machen sollte in Verbindung mit Blur und. Danach, wenn die Serie fertig ist, gibt es dann nochmal separate Cinematics Tutorial. Wenn du also jetzt schon eine Idee hast oder eine Frage zu einem bestimmten Bereich, hau es jetzt in die Kommentare. Wenn die Serie durch ist, schaue ich mir die alle an und dann gibt es nochmal zusätzliche Tutorials zu den entsprechenden Themen. Wenn es dir gefallen hat und du mehr Videos dieser Art haben möchtest, lass auf jeden Fall ein Like da und ein Abo, wenn du neu bist, um keine Videos mehr zu verpassen. Wenn du nach dem Weg suchst, mich zu supporten, dann kannst du das auf jeden Fall per Patreon tun. Da kriegst du dann auch schon ab 1 Euro sämtliche Projektdateien von alten und natürlich auch von kommenden Videos. Und wenn du Hilfe brauchst oder einfach mal dein Projekt zeigen willst, dann komm gern auf Discord vorbei. Da können wir auch gern einfach ein bisschen quatschen. Da sind wir schon über 100 Leute, die sich jeden Tag gegenseitig helfen. Und es gibt sogar schon ein kleines Community-Projekt, an dem gearbeitet wird. Lohnt sich also auf jeden Fall auch da mal reinzuschauen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch wieder, wenn das nächste Video aus meiner Widget-Tutorial-Serie an den Start geht. Bis dahin, ciao!